wenn man es nach dem Magnetgebet draußen lässt und danach die ganze Nacht auch draußen lässt, kann man das danach noch essen? Alhamdulillah. Der kleine Süße möge Allah ihn segnen und seine ganze Familie und ihn zu einem großen Chef machen. Oder Hodja. Dasselbe. Was ist, wenn man zum Maghrib Essen draußen stehen lässt? Bis zum nächsten Morgen. Darf man es essen oder nicht? Ihr solltet wissen, dass der Prophet, das gehört auch zur Sunna, der hübsche Mann mit der Mütze, weil wir haben vorhin über die Sunna gesprochen. Es gehört zur Sunna, dass man über Nacht was bedeckt? Die Gefäße. Okay? Du bedeckst die Gefäße. Und wenn es auch nur mit einem Löffel ist, was du über das Gefäß tust. Hauptsache, du bedeckst es. Wer sagt mir, warum? Warum hat der Prophet uns angeraten, die Gefäße zu bedecken? Schaban. Weil der Schaitan ist. Also wenn man das nicht bedeckt, der Schaitan ist davon. War das der Grund? War das der Grund? Ich denke ja. In Salzgitter denkt man das, aber woanders? Bitte schön. Weil einmal im Jahr kommt der Schaitan und bringt darüber eine Krankheit auf das Essen. Ein Teil von deinen Wörtern übernehmen wir und einen anderen Teil verwerfen wir. Bitte schön. Die Jins kommen rein. Hast du mit ihnen einen Deal? Na. Einmal im Jahr, in einer Nacht kommt ein Wabat und dann kommt auch dieses Essen. Und dann sehr gut. Und einmal im Jahr geht auch der Staubsauger von alleine an. 100% arabisches Kind. Richtig. Einmal im Jahr, die Überlieferung ist bei Imam Muslim. Einmal im Jahr kommt eine Krankheit herab. Wie Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Diese Krankheit befällt dieses Essen oder das, was offen gelassen wurde, was nicht bedeckt wurde. So, was ist, wenn man es isst? Was ist, wenn man es jetzt isst am nächsten Morgen? Bitte? Muss das sein? Wir haben gesagt, einmal im Jahr. In welchem Tag? Wir wissen das nicht. Insofern ist es ein Risiko, wenn du davon isst. Deswegen denke dran, bedeck das. Was haben wir gesagt? Selbst wenn du nur einen Löffel darüber tust. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.